Hallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir arbeiten weiter an den Hochhäusern und erstmal würde ich gerne dieses Hochhaus hier fertigstellen und dann gucken wir mal, ob wir ja noch irgendwas anderes hier gezaubert bekommen, anderes Haus. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen rumgeguckt, was für Hochhausmöglichkeiten wir eventuell noch hätten, wie so Architektur auf der Welt aussieht, wie andere Hochhäuser oder wie echte Hochhäuser aussehen. Und da habe ich ein paar sehr interessante Bauten gefunden. Ich weiß nur nicht, ob wir da platztechnisch halt auch hier den ausreichenden Platz für haben. Ich würde mir das jetzt hier einfach mal einfach machen. Da müssen wir dann einfach mal gucken. Ich habe schon eine Idee, ein bestimmtes Objekt zu benutzen. Oh, hier ist auch wieder Käse, ne? Toll. Ich wollte es mir leichter machen. Wobei, warte, das geht vielleicht doch. Da muss ich die Holzblöcke auf jeden Fall wegmachen. Ich würde es jetzt mal so positionieren. Ich hoffe, das passt. Ja, vielleicht doch noch ein Stück weiter rüber. Aber dann bricht es da durch. Nee, das ist ja das. So. So müsste es eigentlich passen. Ja, worauf ich jetzt hinaus wollte. Das passt noch nicht ganz. Egal. Ich werde die Architektur versuchen umzusetzen. Aber wenn das auch einfach nicht aussieht, dann, dann machen wir was anderes. Und ich glaube, so viele Hochhäuser können wir hier auch gar nicht mehr hinsetzen, so platztechnisch. Ich das hier doch nochmal alles ein bisschen verschieben. So ein Stückchen, ne? So. Da passt auch. Perfekt. Dann wollte ich die hier nämlich wegmachen. So, dich auch. Und die hier unten. Erstens schweben sie und zweitens versuchen wir die jetzt besser anzupassen. Weil da unten macht ja an sich keinen Sinn, ne? Macht halt keinen Sinn, da diese Fenster zu haben. Ich bin heute gedanklich nicht ganz so auf der Höhe, habe ich das Gefühl. Komm mit dem Sprechen. Ne, mit dem Denken komme ich nicht hinterher. Ganz merkwürdig. Ich sollte vielleicht mehr trinken. Leute, trinkt mehr. Ich trinke nämlich immer viel zu wenig. So. Das Stickerchen hier, das passt noch nicht ganz so. Das können wir mal weiter runter machen. Wunderbar. Das finde ich ist doch schon mal ein solides, kleines... Ne? Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das da oben vielleicht noch abgedeckt bekommen. Vielleicht auch wieder irgendwie so eine Rückseite von einem Fenster. Noch ein. Dreh dich. Danke. Bist du passend oder zu lang? Ich glaube, du bist perfekt dafür, ne? Oh ja, eine perfekte Lücke. Wunderbar. Was nehmen wir denn für eine Farbe? Auch am besten ein Grau, ne? So. Dann haben wir das kleine Hochhäuschen dann auch fertig. Das hier finde ich übrigens schrecklich, so im Nachhinein gesehen. Das machen wir mal weg. Und jetzt kümmern wir uns um ein nächstes Gebäude. Ich sehe gerade das hier. Ich versuche immer noch zu gucken, was kann man alternativ hier als Hochhausfassaden nehmen.
Was vielleicht auch ein bisschen modern und interessant aussieht. Auswahl ist nicht riesig, ne? Du bist riesig. Aber du hast auch ein sehr interessantes Muster. Du passt definitiv schon mal nicht als Hochhausdesign. Das ist alles zu sehr Tür. Da sieht man, dass das Türen sind. Ich meine, auch wenn man jetzt sagt, man macht so. Riesige Glasfronten. Das Ganze vielleicht. Jetzt erstmal machen wir da ein Gebäude raus. Das wird jetzt hier wieder ein Experimentieren, ne? Ich hätte halt gern optisch verschiedene Sachen. Wenn man jetzt sagt. Wenn man das umdreht, hat man da auch die Goldgriffe außen. Ich weiß ja noch nicht, ne? Ich meine, die Goldgriffe, die können wir eventuell kaschiert bekommen, wenn ich da dann so ein Säule oder so an die Stelle mache. Ich baue es erstmal komplett fertig und dann gucken wir, ob wir es umstellen müssen, ob wir andere Dinge noch machen müssen. Das finde ich gerade noch ganz okay. Ich habe auch schon eine eventuelle Idee. Weil jetzt ist gerade, sieht es ein bisschen aus wie eine Telefonzelle. So ganz früher. Das werden die meisten von euch wahrscheinlich jetzt nicht mehr kennen. Telefonzellen sind so ein Ding aus meiner Kindheit. Bin alt. Die konnte man reingehen zum Telefonieren. Ah, dreh dich doch nicht so. Und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass hier der Bus da vorbeipasst, ne? Das Eutken. Deswegen können wir dich mal so daneben stellen. Ja, wir brauchen auch ein bisschen Abstand. Ah, jetzt steht es gleich wieder fast an der gleichen Stelle, ne? Aber man kann ja auch das Haus noch verrücken. Wir müssen jetzt zusehen, dass es nicht mehr aussieht wie eine Telefonzelle, sondern wie ein Gebäude. Dafür brauchen wir erstmal noch. Das wäre natürlich auch gut gewesen. Oh, das könnten wir vielleicht. Oh Gott. Dann hat man nur die Streifen. Ich hätte ja gern beide Streifen. Wisst ihr, was ich vorhab? Dass man hier also diese Fensteroptik reinbekommt. Wird immer spektakulärer hier. Oh, so rum ist natürlich wesentlich besser, wenn wir die generell nur so rum machen. Dann haben wir nämlich nicht den Griff. Muster? Das ist die Sache. Kriegen wir die richtige Tür? Perfekt. Jetzt aber kriegen wir da nicht die richtige Tür. Aber wir haben ja zum Glück hier noch offen von innen. Hä, aber jetzt. Ah, es glitscht so ein bisschen leicht, ne? Ja, dieses Gitter haben. Kommst du raus? Ich glaube, so geht es. Kriegen wir es so noch zurecht? Ah,
passt schon. Fummel hier wieder, ne? Das könnte doch in so eine richtige Richtung gehen. Oh, jetzt haben wir hier natürlich... Aber da können wir, wartet, auf den Kopf stellen. Dann haben wir nämlich oben auch noch einen guten Abschluss. So. Wir das dann später alles noch einfärben. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie noch was dahinter machen, dass man da nicht durchgucken kann. Aber das finde ich schon mal sehr gut. Bevor wir jetzt aber... Ich würde wahrscheinlich... die Front jetzt fertig designen und dann kopieren wir uns den ganzen Spaß einmal rum. Also das haben wir eben alles mühsam dahingesetzt, aber wenn wir die Seite jetzt hier fertig haben, dann passt das so im Gesamtbild. Also ne, ihr wisst, was ich sagen will. Ich kann heute, wie gesagt, nicht reden. Nein, wenn wir das jetzt hier fertig designen, ne? Jetzt ist wieder dunkel, da sehen wir nichts. Können wir einmal das gesamte Ding hier vorne kopieren, wenden und dann ist gut. Dann haben wir einmal alles. So. Wäre natürlich schon cool, wenn wir das von innen so machen könnten, dass da was durchleuchtet, aber... Aber, wenn wir das jetzt dahinter haben, dann kann man halt durchgucken, ne? Es sind halt Glasscheiben. Bräuchte man überall eine Etage und... Nee. So weit gehen wir dann doch nicht. Ich hätte gerne ein bisschen Licht, dass wir sehen, was wir hier gemacht haben. Aber das Licht bleibt uns aktuell noch verwehrt. Wir können auf jeden Fall mal wegen hier... Außenstangen gucken. Da würde ich jetzt grob erstmal zu dieser hier tendieren. Ja, Spiel, danke. Ach, schade, die ist ein Ticken zu klein. Müssen wir ja die Sachen, die man nicht sehen soll, auf jeden Fall mit kaschieren. Noch eine kleine unten dran. Oh, das passt aber unten nicht. Hä? Wieso bist du denn so versetzt? Solltest du nicht die gleiche Höhe gewesen sein? Verstehe ich jetzt nicht. Okay. So, einmal auf dieser Seite. Ist eigentlich schon perfekt, ne? Jetzt hätte ich gern, danke, Tageslicht. Damit ich auch sehe, was ich hier tue. Okay, die sind jetzt schwarz. Die anderen Türen sind... Nee. Anderen Türen sind... Oh, grün. Es ist natürlich eine interessante... Eigentlich kann man das so lassen, ne? Vielleicht würde ich es ein bisschen anpassen. Vom Farbton her. So. Ja, das sieht auf jeden Fall cool aus. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie was hintersetzen. Dass man da jetzt nicht so durchgucken kann. Irgendwie auch was Dünnes, was uns dann nicht woanders noch mit rausglitscht.
scanne hier einmal die ganzen Sachen. Es müsste halt relativ hoch, länglich sein. Ist halt ein Ticken zu breit, ne? Das wäre sowas natürlich einfach optimal. Damit man da nicht durchgucken kann. Aber es ist wie gesagt ein Stückchen zu breit. Könnte man zwei von hintersetzen? Wie siehst du von der anderen Seite aus? Genauso, also ist das eigentlich egal. Man könnte dich aber zumindest schwarz färben, dass es nicht so auffallen würde. Na gut, schwarz ist es irgendwie nicht, ist mehr so ein dunkelgrau. Es muss ja wirklich hier nur so hinter, dass man da nicht durchgucken kann. Jetzt sollte ich das von dieser Seite ausrichten. Das ist eigentlich schon so perfekt. Es ist so eine Arbeit für so ein kleines Hochhaus. Ganz ehrlich. Was wird definitiv interessanter als die anderen. So, jetzt brauchen wir... Das habe ich aber, glaube ich, ja hier mit drin gehabt. Genau, unsere Tür... Wieso sind wir nicht mehr hier in dem Gebäude? Waren die jetzt nicht in dem hier? 737. Viktorianische Tür. Habe ich jetzt irgendwas verkackt? Hoffentlich. Ansonsten kriegen wir das schon geregelt. So. Eine Tür. Die Türen immer noch sehr großartig. Dann könnte man hier auch diese kleinen Lüftungsschlitze machen. Und vielleicht haben wir ja auch nochmal einen Graffiti. Die Frage, wo waren die? Hier waren die doch schon. Dass was klein genug ist. Ist nicht wirklich klein genug, aber ist da halt so drauf gesprüht, ne? Sehr gut. Das gefällt mir doch schon mal als nächstes Hochhaus. Dann gucke ich jetzt mal eben, weil ich glaube... diese Platten dahinter nicht hierzu gehören, ne? Habe ich die zu dem Boden gebaut? Ich glaube schon. Ja. Ja, habe ich. Wartet, dann... Kann ich die doch eigentlich... so markieren? Hab nur die Türen, ne? Jetzt habe ich ja nur... stimmt, es waren ja auch nur zwei. Vom... Außer vom Gebäude trennen, genau. Die beiden mit... Ja, das wird jetzt nichts, ne? Mit dem. Und dem zusammen. Ach so, ne, die Strecke auch nicht, bitte. Gebäudeauswahl, nur das und das. Jetzt müsste es wieder perfekt in einem Gebäude alles sein. Dass wenn wir jetzt die Sachen hier schnappen zum Kopieren. Ja, haben wir auch die Platten da hinten. Ah, perfekt. Ich habe richtig Spaß an diesen Mini-Häuschen.
Voll mega gut. So, jetzt müssen wir die natürlich schön übereinander ausrichten. Kann man eventuell auch die eine Seite löschen. Aber was mir jetzt gerade nicht gefällt, dass da doch welche von diesen goldenen Sachen rausbrechen. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Aber dass das ja mehr so versteckt dann auch ist. Dann müsste ich aber den... Sieht aber auch irgendwie komisch gerade aus. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Irgendwie nix. Oder ich ziehe die halt so weit hier auseinander, dass da so eine Ecke entsteht. Dass im Prinzip so aneinander gebaut wird. Dann wird das Ganze auch nochmal größer. Nee, noch ein. Na, gib mir doch den, danke, grünen Ring. Schieben wir das hier zurecht. Das müsste dann ja so dahin. Da passt's auch. Da sollte das eigentlich so vom Gebäude eigentlich auch passen. Jetzt machen wir nur die Sachen hier natürlich weg. Die brauchen wir dann nicht doppelt. Ich würde aber das Gebäude noch so einen Ticken versetzen. Das nicht ganz so da reinglitscht, dass man vielleicht die Seite halt vernünftig sieht. Das sieht doch aus wie Hochhäuser. Das ist doch genial. Wir brauchen hier natürlich jetzt noch ein Dach. Da würde ich auch wieder irgendwie nur so ein Fenster nehmen. Die Rückseite, das war ganz gut. Vielleicht dieses hier. Oder geht auch wieder das große? Wahrscheinlich nicht, ne? Von den Maßen. Ganz knapp nicht, oder? Vor allem ja, wenn man es völlig falsch gedreht hat, dann erst recht nicht. Oder passt das ganz knapp? Es würde da so durchgucken, ne? Man könnte es natürlich auf die Höhe setzen und das als Akzentstreifen nutzen. Wenn man den jetzt noch einfärbt. So. Wäre tatsächlich okay. Man könnte das sogar noch hier unten nochmal aufgreifen. Ah, da passt es nicht ganz. Ich dachte, vielleicht sieht man das hier dann auch nochmal raus. Aber das könnten wir ja auf jeden Fall noch so anpassen. Zumindest hier vorne rum. Sieht doch mega aus. Sehr schön. Jetzt würde ich gucken, dass wir uns irgendwie eine Straßenlaterne organisieren, die klein aussieht. Weil wenn wir jetzt sowas Offizielles Straßenlaterniges nehmen, das ist halt ne, so groß wie unsere Häuschen. Das heißt, wir brauchen eine kleine Lampe.
Da fängt es, glaube ich, schon mit an. Wie man in eine Straßenlaterne umbauen könnte. Das könnte man, aber es wäre auch riesig, ne? Wenn man da jetzt irgendwie ein Gestell dran bastelt. Ja, Straßenlaternen. Wunderschön. Ja. Ich glaube, wir haben ein Problem. Hier fürs Rotlichtmilieu. Du könntest gehen. Wartet mal. Das ist ein sehr dicker Stiel, ne? Ja, wir kommen in die richtige Richtung, aber da ist mir der Stiel für zu dick. Da würde ich gucken, ob wir was anderes nehmen können, was vielleicht dünner ist. Ich meine, die Lampe ist trotzdem irgendwie noch riesig. Aber man könnte das halt faken, dass das passt. Was nehmen wir denn? Oh ja, irgendwie eine sehr dünne Stange. Tja, das ist jetzt wieder die gute Frage, ne? Was man da nehmen könnte. Alles, was ich gerade hier so durchscrolle, denke ich mir, oh nee, das ist zu dick. Selbst die Sachen hier werden zu dick sein. Also selbst die dünnen. Oh, ich habe eine Idee. Ein Szenerieobjekt. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das ist aber bei diesen Schneemann-Sachen dabei. Oder das? Guck mal. Muss jetzt umdrehen. Der könnte ein bisschen dünn sein, ne? Also für das Lämmchen da oben könnte der Pin ein bisschen dünn sein. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie eine andere Alternative finde. Oder irgendwas, was wir da oben als Lampe vielleicht anders nutzen können. Aber es soll ja halt auch leuchten. Deswegen sehe ich da keine großartige andere Option als so eine Lampe. Ketten, Seile, nee. So wirklich sehen tue ich nichts. Aber höchstens so groß dürften dann natürlich auch die... Lampen sein, ne? Und wir gehen gerade von der Skalierung viel kleiner. Wobei, das sind ganz frisch gepflanzte Bäume. Die werden mal groß. Und dann ist eigentlich die Lampe so im Vergleich zum Baum doch ganz okay. Ah, nee, mir gefällt... Also... Die beiden da ja, die anderen nicht. Da müssen wir größere Bäume hinsetzen. War eine nette Idee, aber die Umsetzung war jetzt nicht so das Wahre. Ich scroll jetzt hier nochmal einmal bis zum Ende durch.
Genau an das hier hatte ich gedacht, aber das ist, glaube ich, zu kurz. Es wäre zu kurz. Es wäre ein bisschen dicker, aber... Man könnte auch, aber ich glaube, die sind halt sehr groß, ne? Ja, ich hätte jetzt gesagt, so Stromleitungen hier von Haus zu Haus. Mit den beiden könnte das tatsächlich irgendwie gehen, aber... Steche realistisch? Nee, ne? Ach, Mann. Außerdem lässt es nicht richtig drehen. Nervt mich ja wieder. Genau, was ich nämlich noch gedacht habe, man könnte... Es ist aber nicht dick genug. Hier raus ein Hochhaus machen. Weil ich so eine Architektur gesehen habe. Da war das Gebäude halt auch so gedreht, aber das ist zu... Ja, es ist doch zu klein. Ich habe gedacht, boah, so bestimmt auch wieder so ein Riesenobjekt. Aber das funktioniert leider nicht. Schade. Hier so ein Hochhaus aus Waffel. Wäre doch auch mal was. Ja, nee, ich glaube, so wie wir die Lampe gerade gebaut haben, ist schon mit am besten. Man möchte es kaum glauben. Aber es ist schon eine optimale Lampe. Ich mache mir mal Gedanken, ob ich die so behalten möchte oder ob wir da nochmal dran rumbasteln. Wenn wir da vielleicht noch ein anderes Design bekommen, dann müssen wir hier noch ein paar Bäume pflanzen, die vielleicht auch einen grünen Fleck haben, aus dem sie rauskommen. Aber dann fangen wir jetzt so ein bisschen an, hier dieses Eckchen zu gestalten, dass das so, ja, auch nach City aussieht und nicht nur die Hochhäuser dahin geklatscht sind, sondern so ein bisschen Deko drumherum. Und dann müssen wir uns mal überlegen, was wir unter die Brücke machen und auf dem Stück bis zum Tunneleingang. Und dann ist eigentlich hier schon fast fertig, ne? Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü!